Gut, wollen wir mal starten in der schönen Sonne heute. Als Predigttext habe ich zwei Verse aus dem Buch Joel genommen. You get a summary for the English-speaking people, but perhaps you can use a Google Translator. Aus Joel 2, aus der alttestamentlichen Lesung: Fürchte dich nicht, Ackerboden, freue dich und juble, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Feld, denn das Gras in der Steppe wird wieder grün, der Baum trägt seine Frucht, Feigenbaum und Weinstock bringen ihren Ertrag. Wer das allgemeine Gebetbuch aufmerksam liest, hat ja jeder Sonntag ein Motto. Und der achte Sonntag nach Trinitatis hat das Motto die Früchte des Geistes. Und was korrespondiert den Früchten des Geistes? Nun, die Früchte der Erde. Deswegen habe ich das auch so genannt als Überschrift heute für den Sonntag. Und zwar die Früchte nicht der Erde allgemein, sondern die Früchte des Ackers, des Ackerbodens. Ich komme da auch noch gleich drauf, auf die Wortbedeutung. Vielen frommen Kreisen haben wir so ein bisschen die Tendenz, dieses Thema Früchte des Geistes sehr schnell zu, sage ich mal, zu vergeistigen. Ich bin aber der Meinung, dass wir heute dieses Thema etwas erden sollen, auch erden werden. Es ist ja auch dem aufmerksamen Bibelleser nicht entgangen, dass Jesus immer wieder in seinen Gleichnissen Beispiele nimmt. Ich sage jetzt mal ein bisschen salopp aus dem Bereich Ackerbau und Viehzucht. Wir haben das ja auch gehört in der Bergpredigt vom Baum, der gute Früchte bringt, vom reifenden Korn, vom Ackerbohnen, der je nach Beschaffenheit 100-fältige oder auch bis 30-fältige Frucht bringt, von den Vögeln im Himmel, die nicht säen und nicht ernten und doch ernährt werden. Aus diesem Bereich der Erde nimmt Jesus also auch mal ein bisschen Gleichnis seine Beispiele. Und die Frage ist jetzt natürlich in unserem Text, es war auf Englisch gelesen worden, aber ich habe es ja auf Deutsch gerade gelesen, da heißt es immer: Fürchte dich nicht, Ackerboden, fürchtet euch nicht, ihr Tiere. Ja, warum sollen sich die Tiere oder der Boden fürchten? Und da müssen wir schon mal sagen, Hintergrund des Buches Joel, in dem Text taucht das auch auf, eine Heuschreckenplage ist Englisch, was Locusts. Also die verschiedenen Stadien der Heuschrecke übrigens beschrieben bei Joel. Und diese Naturkatastrophe, diese Heuschreckenplage, hatte verheerende Auswirkungen sowohl für die Menschen als auch für die Natur. Es gab quasi einen Zusammenbruch des gesellschaftlichen Lebens damals. Ja, müssen sich vielleicht Ackerboden und Vieh auch heute vor menschlichen Eingriffen fürchten? Wir gehen mal ein bisschen semantisch vor mit der Sprache. Luther übersetzt das: Liebes Land, fürchte dich nicht, liebes Land. Auch hier war das in der englischen Übersetzung Land. Es ist sehr poetisch, trifft aber die Sache nicht eigentlich wirklich, weil im Hebräischen steht das Wort Adama, das heißt Erdboden, Ackerboden. Das ist wirklich der Ackerboden, auf dem also auch das Korn ausgesät wird oder die Früchte wachsen. Afar Adama, aus dem Staub des Erdbodens hat Gott den Menschen geschaffen, wie es ja auch heißt, da formte Gott, der Herr, den Menschen Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensodem. So wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele, zu einem lebendigen Wesen. Aus dem Staub des Erdbodens, aus dem Staub des Ackerbodens, Afar Adama im Hebräischen, hat also Gott den Menschen geschaffen. Im Griechischen wird das nicht mehr ganz so deutlich, daher ist wahrscheinlich auch im Lateinischen diese Übersetzung reingekommen mit Land. Das ist aber nicht gemeint, ist nicht gemeint das Land allgemein, sondern wirklich konkret der Erdboden. Und das Hebräische, das sonst ein bisschen schwebend ist, ist an dem Punkt ausgesprochen genau. Also ich habe da extra nachgeschaut im Wörterbuch, im Gesenius.
das ist wirklich gemeint, Adama meint den Erdboden. Und aus Adama ist er Adam geschaffen. Das hängt beides zusammen, die Worte. Der Mensch ist aus dem Boden der Erde geschaffen. Ja, es war ja auch alles am Anfang ganz gut, aber wir wissen ja, dass durch den Sündenfall die ganze Sache ziemlich verdorben ist. Und wir wissen auch, dass Gott den Erdboden verflucht hat. Das steht da wirklich so da. Ein Wort, was man ja so eigentlich in christlichen Kreisen immer gar nicht gerne hört, der ist mal der liebe Gott, der mal bloß so alles absegnet. Nein, hier heißt es also ganz deutlich, Gott hat der Adama hat den Ackerboden verflucht wegen der Sünde des Menschen. Und es ist also eine Negativverheißung, Dorn und Disteln soll er dir wachsen lassen, die Pflanze und Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen und Staub bist du Afar, dieser Erdboden, dieser Ackerstaub, und zu diesem Staub, zum Afar, wirst du auch wieder zurückkehren. Ja, dieser Fluch ist, die Frage ist, ist dieser Fluch auch heute noch auf dem Boden, auf der Erde im Prinzip? Jetzt könnten wir mal sagen, ja und nein. Also in der Theologie gibt es ja dieses Wort vom schon jetzt und noch nicht. Im Grunde ist dieser Fluch heute überwunden. Dieser Fluch ist aufgehoben worden in Christus. Christus ist ja Mensch geworden. Es ist ja auch interessant, dass er ja nicht irgendwie Geist blieb oder so, nur so ein Scheinleib hatte, wie das man in der Kirchengeschichte bestimmte Kreise behauptet haben, sondern Incarnatio est, er ist wirklich Mensch geworden. Und das bedeutet, er hat natürlich auch die Gestalt des Ackerbodens, des Staubes angenommen, und er hat die aber geheiligt, schon allein in seiner Taufe. Das Jordanwasser in der Ostkirche ist das ein sehr beliebtes Ikonenmotiv, hat er also die Erde geheiligt, das Wasser geheiligt, und durch seinen Tod hat er sein Blut vergossen auf diese Erde, die verflucht war, und er hat in der Grablegung, ist sein Leib auch in ein irdisches Grab gelegt worden, und er ist wieder auferstanden, und er hat im Grunde genommen diesen Fluch, der auf der Erde lag, weggenommen. Das müssen wir mal so deutlich sagen, der Fluch, der Adam getroffen hat, den hat der zweite Adam, nämlich Christus, hinweggenommen. Denn jeder ist verflucht, der am Baum des Kreuzes hängt, am Pfahl des Kreuzes hängt, am Pfahl des sein Leben beendet. Und Paulus sagt das ja auch ganz deutlich, wenn wir diese Stellen lesen, er hat uns versöhnt, und hat damit den Fluch hinweggenommen. 2. Korinther 5, können wir das nachlesen. Jetzt natürlich haben wir immer das Problem, ja, das ist ja schön, aber das sehen wir ja noch nicht. Das müssen wir ja so ganz realistisch mal sagen. Wir müssen auch als Christen realistisch bleiben. Deswegen sage ich, möchte euch heute ein bisschen erden. Nicht nur den Kopf im Himmel haben, sondern bitte auch die Füße auf der Erde behalten. Wir sehen es ja noch nicht. Das ist dieses schon jetzt, aber noch nicht. Es ist noch nicht offenbar geworden. Es ist schon da, aber es ist erst keimhaft sichtbar. Und Paulus sagt das in Römer 8 sehr schön. Ich lese diese Stelle jetzt mal vor. Da will ich auch nicht mit Bibelzitaten, wenn ich noch auf was anderes kommen muss, erschlagen. Aber da heißt es, denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Gewiss, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, das Wissen ist übrigens ein häufiges Wort im Eudaimon, im Griechischen, wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tage seufzt und in Geburtswehen liegt. Das heißt, es ist eine Erlösung, es ist eine Befreiung der Schöpfung auf Hoffnung hin. Es hat sich noch nicht erfüllt, was in den Propheten gesagt wird, vom Friedensreich, wo also kein Krieg mehr sein wird, wo die Lanzen zu Winzermessern umgeschmiedet werden und wo also Panther und Löwe und Lamm sozusagen friedlich zusammenliegen.
Das ist also noch nicht, ist noch nicht Realität geworden, es ist noch nicht in Erscheinung getreten, so müssen wir das ja sagen. Es ist eine Realität im Kern, in der Hoffnung, aber noch nicht noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Und dann haben wir also das Problem, dass wir nach wie vor mit dieser, mit dieser Erneuerung, hoffen und dass es da auch ein Ringen gibt, ein Gegen, Wechselkampf, hätte ich mal fast gesagt, zwischen dem, was werden soll und zwischen dem, was ist. Und wenn wir sehen, was ist, kommen wir auch dazu, dass wir auch immer noch als Christen diese Aufgabe haben. Ich habe mal zur Illustration mal was mitgebracht, wird jeder sagen, ach, das kennen wir, vielleicht benutzen wir das auch. Ein Duschbad von DM. DM schreibt sich ja auf die Fahne, diese Drogeriemarktkette. Sie sehen also besonders, wenn sich besonders für ökologische Projekte einsetzen, die tun sie sicherlich auch, das ist ja gar nicht schlecht reden. Aber wenn man so mal durchliest, was sind denn die Inhaltsstoffe, natürlich ist das alles schön auf Englisch, damit es auch möglichst keiner versteht. ist ja auch so, nicht wirklich. Inhaltsstoffe sind Palmöle. Und diese Palmöle, vielleicht ganz interessant, dass wir in der Lesung im Evangelium auch von den Bäumen gehört haben, diese hört sich erstmal gut an, Ölpalmen, nicht? Es gibt hier von christlicher Initiative Romero, die sich vor allem in Südamerika, Romero war ein Erzbischof und dann in Guatemala, den sie umgebracht haben, weil er sich zu sehr für die Armen eingesetzt hat. Es war halt gefährlich und hat ihn dann auch letztlich das Leben gekostet. Ein Report im Schatten der Ölpalme. Und da berichtet eine indigene Aktivistin mal Folgendes, nur mal als Illustration, dass unsere Erde nach wie vor auch gefährdet ist. Die schreibt, kennen Sie den Namen der Palmölunternehmen in Ihrer Region? Die Unternehmen sind in unserer Gemeinde präsent, das ist in Guatemala in einem bestimmten Bereich. Nennt auch den Namen dieser Konzerne, die dort arbeiten. Und dann schreibt sie weiter, zum einen verweigern die Palmölunternehmen uns den Zutritt zu den Gebieten unserer Gemeinde, in denen sie sich angesiedelt haben. Gern genau dort holen wir aber unser Feuerholz. Betreten wir diese Gebiete trotzdem, fangen sie teilweise an, sogar auf uns zu schießen. Zum anderen verschmutzt der Anbau der Ölbäume den hiesigen Fluss, der immer unsere wichtigste Quelle für Wasser und Fischfang war. Er liefert uns Wasser für den täglichen Bedarf und wir badeten darin. Jetzt leiden wir an Magenbeschwerden, Erbrechen und Fieber, wenn wir mit dem Wasser in Kontakt kommen. Wegen der Verschmutzung können wir diesen Fluss auch nicht mehr fischen. Andere Wasserquellen sind ausgetrocknet. Um sauberes Wasser zu bekommen, müssen wir 2 bis 3 Stunden lang laufen. Darunter leiden besonders die Frauen der Gemeinde, weil wir diejenigen sind, die sich um den Haushalt kümmern. Außerdem kann der Fluss keine starken Regenfälle mehr aufnehmen. Früher war das kein Problem. Aber die Unternehmen haben Kanäle zwischen den Palmen angelegt, um das Wasser für den Palmölanbau zu nutzen. Und wenn sich der Regen in den Kanälen staut, führt das immer wieder zu Überschwemmungen in unserer Gemeinde. Früher hatten wir 10 bis 15 Minuten Wasser zur Verfügung. Jetzt reicht es nicht mal mehr aus, weil die Ölbäume sich ausgebreitet haben. Also die nehmen aus dem Boden das ganze Wasser auf. Und durch den Einsatz von Chemikalien wird praktisch der Boden verunreinigt und damit auch das Wasser. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Menschen. All die Quellen sind versiegt. Wir müssen 2 bis 3 Stunden weitergehen, um gesundes und verlässliches Wasser zu bekommen. Das hat das Unternehmen Natur ist Heiz getan. Es gibt auch Arbeiter, die darunter leiden, aber aus Gründen der Sicherheit ihres Lebens sprechen sie nicht darüber. Sie äußern sich nicht dazu, weil sie Angst haben. Die Angst ist berechtigt, weil diese Unternehmen zum Teil auch mit der Kokainmafia zusammenarbeiten und da wird eben nicht so lange gefackelt, wenn mal einer aus der Reihe tanzt, da hat er auch schnell eine Kugel im Kopf. Diese Palmölunternehmen liefern natürlich
vor allem in Südamerika angesiedelt. Früher waren sie in Malaysia, jetzt haben sich ja Südamerika als idealen Markt ausgesucht. Warum Südamerika? Weil ja die Bedingungen besser sind. Das heißt, dort sind repressive Regime, schnell mal auch die Mafia zur Hand. Und man hat also dort interessante Gewinnspannen zu realisieren. Und diese Unternehmen liefern natürlich auch an deutsche Unternehmen, die also dieses Palmöl aufkaufen, was dann also hier in unseren schönen, so ökologisch hochwertigen Produkten verarbeitet wird. Das vielleicht mal als Illustration dessen, was ich sagen will, dass nach wie vor unsere Schöpfung eine gefährdete Schöpfung ist. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, dass wir, sage ich mit den Vergeistigen und den Erden, naja, es ist ja alles schon durch Christus geschehen, ja, aber es ist eben nicht offenbar geworden. Und wir sind nach wie vor auch Sachwalter und Treuhänder dieser Erde. Wir können ja nicht so tun, als wenn, naja, da kommt ja bald der Himmel und dann ist ja sowieso ganz egal, was hier passiert. So einfach ist das nicht. Und die Gabe, die wir bekommen, die wird dann nämlich auch zu unserer Aufgabe. Das heißt, die Aufgabe dafür, die Aufgabe dazu, um uns darum zu kümmern, was auf dieser Erde passiert, aus unserem christlichen Geist heraus. Es ist ja zum Schluss, würde ich das mal sagen, weil es immer wieder eine Frage ist, die aufkommt, die jetzt nicht nur an solchen Beispielen aufkommt, sondern Weihnachten immer wieder virulent wird. Nicht? Da ist ja immer dann, wird dann so gesagt, ja, die Weihnachtsbotschaft von Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und dann kommt die Frage, und die ist berechtigt, die Anfrage, naja, wo ist denn der Friede? So, schaut euch doch mal an, wie es aussieht. Ihr redet 2000 Jahre die Botschaft vom Frieden und dass Christus Mensch geworden ist, aber es sind immer noch Kriege, es ist immer noch Hunger, es ist immer noch Verseuchung des Erdbodens, es ist immer noch Massentierhaltung. Ja, warum? Ja, warum? Ganz einfach, weil wir es uns einfach zu einfach gemacht haben, die Botschaft zu vergeistigen und den Kopf im Himmel zu haben und nicht zu erkennen, dass wir auch die Aufgabe für diese Erde haben. Das müssen wir uns auch einmal selber sagen lassen, und zwar auch vom Evangelium her sagen lassen, nicht von mir, sondern vom Evangelium her sagen lassen, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das ist die Aufgabe, die wir haben, Frucht zu bringen und als Kinder des Lichtes zu leben. Wir erinnern uns, wir haben am Anfang gemeinsam den Wochenspruch gesprochen. Eins wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, lebt als Kinder des Lichtes. Wörtlich steht dort im Griechischen, wandelt als Kinder des Lichtes. Das ist also noch ein bisschen mehr, also ein bisschen stärker oder ein bisschen konkreter. Die Bibel ist sowieso an vielen Punkten viel konkreter, als wir das manchmal so in unseren Übersetzungen lesen. Daher auch ganz gut, wenn wir dann auch uns weiter mit dem Griechischen beschäftigen werden, dass wir doch näher an die Texte herankommen. Wandelt als Kinder des Lichtes. Die Menschen werden uns nicht an unseren Worten alleine messen, die sicher wichtig sind. Sie werden uns an unseren Früchten messen. Und an ihren Früchten, unseren Früchten werden wir erkannt werden, wie wir unsere Aufgabe auch für diese Erde wahrnehmen. Amen. 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 Amen.